Wenn wir jetzt schon bei 6,5% stehen, ist das für die Partei ein tolles Ergebnis. Aber ich sehe da noch einiges an Luft nach oben, auch bei allem, was bisher noch durchgesickert ist. Wollen wir mal schauen, was der Abend uns noch bringt. 6%, vielleicht am Ende des Abends auch noch 7%, sind natürlich sehr gut. Wir schicken erstklassige Leute nach Brüssel, die unsere Interessen vertreten. Und ansonsten, morgen werde ich erstmal schlafen. Ich finde, das ist ein deutlicher Schritt nach vorne gegenüber dem Bundestagswahlergebnis von 4,7%. Wir liegen jetzt ganz eindeutig oberhalb einer gedachten 5%-Hürde. Das heißt, wir sind stabil angekommen im deutschen Parteiengefüge. Wir waren bei 6,9, bei 6,8. Wir werden aber die 7% noch schaffen heute, glaube ich, ganz sicher. Aus Sachsen habe ich teilweise regionale Meldungen von über 10%, deutlich drüber. Teilweise 20, also es läuft wirklich sehr gut. Und ich glaube, wir sehen, dass der Versuch der Medien, sozusagen uns in die rechte Ecke zu drücken und uns für die normalen bürgerlichen Wähler unwählbar zu machen, definitiv gescheitert ist. Ja, ich habe immer gesagt, das können Sie auch nachlesen, ich hoffe auf 6% und ich hoffe auf doppelt so viel wie die FDP. Und jetzt haben wir beide Ziele übererfüllt. Was will man mehr? Frühling in Deutschland. Blumen blühen auf und andere Blumen verwelken. Auch manche Parteien, meine Damen und Herren, gehen in die Knie und verwelken, während die Alternative für Deutschland, eine junge Partei in Deutschland, bei dieser Wahl aufgeblüht ist. Das Wertvollste, was wir haben, meine Damen und Herren, das, warum wir das alles tun, das sind unsere Kinder und deshalb haben wir sie mit auf die Bühne gebeten. Wir wollen das Wohl Europas, denn es ist im Interesse Deutschlands und es ist im Interesse unserer Kinder. Und deshalb wollen wir Europa da loben, wo Europa gut ist, und wir wollen es da kritisieren, wo es der Korrektur bedarf. Ergebnis, finde ich. Und es wird immer besser. Davon bin ich überzeugt. Wir hatten eine sehr gute Mannschaft mit dazu akquirieren können, was nicht einfach ist, denn jeder muss wissen, die Partei hat immer noch wenig Geld. Wir haben in der Bundesgeschäftsstelle mit stark reduzierten Gehältern Maximales an Engagement rausgeholt. Ich war in Berlin, Niedersachsen, Hamburg, natürlich viel in Schleswig-Holstein. Und man kann unseren ganzen Mitstreitern nur größten Respekt zollen, wie tatkräftig sie überall den Wahlkampf organisiert haben. Die Mitglieder der Alternative für Deutschland sind spektakulär, man kann es nicht anders sagen. Die sind hochmotiviert und deshalb haben wir auch dieses super Ergebnis eingefahren. Sie wissen, wir in NRW haben ja parallel auch noch Kommunalwahl. Die Leute hier in der AfD waren doppelt eingespannt und doppelt gestresst. Und deshalb haben die sich das alle verdient und da werden wir auch mit ihnen allen feiern, auf jeden Fall. Ich hatte morgens unter der Dusche irgendwann das Gefühl, wir müssen eine tolle Veranstaltung machen. Letztes Jahr haben wir Geld verbrannt vom Brandenburger Tor. Da dachte ich, das machen wir nicht wieder, sondern lasst uns AfD-Ballons in den Himmel jagen. Ein paar tausend Stück mit dem Spruch Brüssel, wir kommen. Und die 9. Sinfonie dazu spielen. Autokorso. Beim Autokorso habe ich so ein bisschen mitgewirkt und ich muss sagen, ich war erstaunt, welch guten Anklang dieser Korso gefunden hat bei unseren Mitgliedern, wie viele auch gekommen sind, nicht nur aus Berlin, sondern bundesweit, wie diszipliniert die Leute waren, wie gut die Polizei uns geschützt hat und uns auch eingewiesen hat. Das hat alles super funktioniert und ich glaube, das hat uns auch geholfen, noch ein paar Stimmen mehr zu gewinnen in Berlin. Wenn die Altparteien damals genauso akribisch vorgegangen wären wie wir heute,
dann hätte es keine ehemaligen NSDAP und SS und SA-Mitglieder in allen möglichen deutschen Kabinetten gegeben. Also Sie brauchen unserer Partei nicht zu unterstellen, dass wir solche Leute in der Partei etwa suchen. Nein, wenn wir sie finden, dann schmeißen wir sie raus. Wir werden bei den Landtagswahlen jetzt eine Chance haben, als etablierte Partei auch Wahlkampf zu machen, nicht mehr als eine Partei, die man in die Schmutzecke stellen kann. Das ist vorbei jetzt. Wir sind eine konservative Partei, wir sind keine linke Partei. Aber rechts ist ja in Deutschland immer mit Nazi verbunden. Das sind wir selbstverständlich nicht. Wir sind eine Anti-Nazi-Partei und gleichzeitig, anders als die Linken, auch eine Anti-Stalin-Partei. Und die Frau Merkel verteilt das Geld nur mit dem Köfferchen in der EU, macht nur Außenpolitik. Und das eigene Volk geht ja irgendwo, was weiß ich, vorbei. Und insofern finde ich das klasse, dass die AfD jetzt endlich mal ein bisschen frischen Wind reinbringt in diesen etablierten Mief. Ja, wir haben uns spontan so aufgestellt, weil es heißt immer, die AfD sei eine Altherrenpartei. Also gucken Sie selbst, was für eine Lüge. Wir freuen uns über dieses Ergebnis. Spontan habe ich zwei Mitglieder getroffen aus Würzburg. Und wir feiern heute zusammen den grandiosen Erfolg. In Berlin sogar 9%. Denn demnächst ist Sachsen dran und vergessen wir nicht, zweistellig in Sachsen. Schönen Abend noch.